So fühlt sich die Zeit in den Minen an. Alter, was geht ab, Leute? Hier? Wir sind am Gasteig. Hier gibt es den besten Burger in München und sehr gute Ramen. Fairfax Express, da war ich schon öfters und viele Leute haben dann immer gefragt, hey, wo gibt es den Laden eigentlich? Weil die hatten immer Foodstand, Pop-Up, dies, das, Foodtruck. Und seit neuestem haben sie endlich eine Location gefunden. Und die haben sich auch mit so einem anderen Ramen-Typen zusammengetan und teilen sich die Location. Und das ist jetzt ein Hotspot in München geworden. Schaut heute auf der einen Seite Ramen. Die gibt es heute, glaube ich, nicht. Nächstes Mal. Und auf der rechten Seite Burger. Schaut die Buns, Leute. So. Busy, 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 Leute, ja. Hype is real. Mit Liebe, Leute, mit Liebe. Schaut, was die neu haben, Leute. Das muss probiert werden. Die Slice ist so gehypt. Das ist die Bar. Und da hinten ist die Ramen-Ecke. Sagen wir dem Kollegen kurz Hallo. So, Ramen läuft auch. Damas, Leute. Ich weiß nicht, ob das irgendwie offizielle Kooperation ist. Oh, danke dir, Bro. Das ist alles, oder? Ja. Mit Melzer. Aber das Eis ist so gehypt, das kostet 7 Euro ein. Was? Nein, nicht das. Das Eis an sich. Ja. Also, wenn du so für zu Hause diese. Ein Eisbehälter kaufst von Tim Melzer. Kostet das 7 Euro. Wo kauft man das? Rewe. Und es gibt ein paar Sorten, die sind mega ausverkauft. Ich wollte mal ein Video drehen. Ich teste alle Tim Melzer Eis, aber ich finde nicht alle, Mann. Wow, Leute, wow, wow, wow. Sehr starker Pistazienaroma. Ich bin nicht so ein Pistazien-Fan. Aber Qualität ist echt gut. Wahrscheinlich ist das Eis dafür bekannt, dass der Geschmack so intensiv und natürlich schmeckt. Du würdest eine Pistazie beißen, Mann. Oh, die sind gut. Wow. Oh, wow. Es schmeckt so, als wäre das Pistaziensaft. So intensiv schmeckt das. Wie sind das, Mann? Ja, komm. Wer ist das? Inspizieren wir den mal. Krustes am Start. Käse, saure Gurke, Soße. What the fuck? Warte, warte, warte. Ja, schmeckt gut.
Bei dir haben sie geschlafen. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr, wie schnell die Zeit vergeht. Was machst du hier, Bro? Ich war heute bei, ja, ich kann es dir zeigen. Leute, er erzählt mir, was er heute alles gedreht hat. Er war bei Django's. Hier, Django's war ich dabei. Ich kenne vielleicht Akadosh wieder. Akadosh, ja. Da wollten wir sehr auf den Boden. Warte, warte, bitte. Was sagst du zu Akadosh? Sag Boot geil, Rest. Ein stabiles Ding. Okay. Du kannst nichts falsch machen. Okay. Aber nicht die Welt. Nein, nicht die Welt. Dann mach ich bei dem und das habe ich nicht täuschen. Ah, hier. Warte. Best Waller. Hier, Best Döner, Best Döner von Falafel. Okay, okay. Das sagen auch viele, ja. Ja, das Fleisch ist krass, 100% geil. Aber was die Kombination des Döners ist Quatsch, wenn du es isst. Ehrlich, das ist irgendwie so, ich kann es dir beschreiben, das Brot schmeckt irgendwie okay, irgendwie so special, aber nicht special krass, sondern einfach nur so special. Okay, warte, warte. Du hast jetzt heute drei Döner gegessen, genau. Isst hier zwei Burger. Ja, dann ist Feier. Nee, und dann noch Laso ein Burger. Achso, ja, ja. Also drei Döner, drei Burger in einem Tag. Ja, warte. Maschallah. Aber ich habe gerade Angst, ich hoffe, dass Laso auch genauso gut ist. Ja, aber was ist meine Jacke jetzt hier? Okay. Spontan überraschende Unterbrechung. Mein Burger ist jetzt kalt, aber kurz geht raus an die Vanio. Stabiles Ding. Der ist noch über, Leute. Eine Menge Kalorien. Nicht mein Ding. Auf einmal fragt so einer, es schmeckt der Burger. Ich schau so rüber, es ist Vanio, Alter. Kuss geht raus. Kurz gequatscht. Digga, der zieht durch, was er an dem Tag gegessen hat. Ich hab's ja nicht mal geschafft, Ramen und Burger zu essen. Weil ich wollte eigentlich den Laden komplett als Foodspot, neuer Hype-Foodspot testen. Aber, Digga, die Kollegin hatte Bock auf Burger. Ich hatte echt irgendwie gerade keinen Bock auf Ramen plus Burger. Ja, und dann wusste ich nicht, was ich mit dem Video machen soll. Jetzt ist es, Ivani unterbricht mein Video. Das war's von mir, wie man like. Gebt ein Like, wenn ihr Foodtour Hamburg mit Ivanja sehen wollt. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Wir sehen uns.